Ja, ganz herzlich willkommen alle zu diesem Eröffnungsplenum des Kongresses Zukunft für alle. Welcome everyone to this opening panel for the Congress Future for All. Before we get started, I have some information about the interpretation. Languages of this panel will be English and German. And we have interpretation, so if you need interpretation from German to English or English to German, please choose the button below your window and there you can choose the language you need. Auch nochmal auf Deutsch, bevor wir anfangen, ein paar Informationen zur Übersetzung. Die Sprachen dieses Podiums werden Deutsch und Englisch sein. Es wird eine Übersetzung von Deutsch zu Englisch und Englisch zu Deutsch geben. Wenn ihr eine Übersetzung braucht für eine von den beiden Sprachen, dann könnt ihr unter dem Streaming-Window, also unter dem Fenster, in dem ihr den Stream seht, einen Button klicken, wo ihr die Sprache auswählen könnt. Außerdem wird es eine Verdolmetschung in Gebärdensprache geben. Diese seht ihr in dem Streaming-Window. Genau. Ja, nochmal herzlich willkommen an die Menschen hier im Raum, die live aus der Zukunftszentrale dieses Podium anschauen. Herzlich willkommen an alle Menschen, die vor ihren Computern sitzen und über YouTube oder Venueless dieses Podium verfolgen, vielleicht alleine, vielleicht mit Freundinnen zusammen. Und herzlich willkommen auch an alle Menschen, die gerade eine von den dezentralen Streaming-Veranstaltungen besuchen. In unterschiedlichen Städten in Deutschland gibt es gerade öffentliche Veranstaltungen, wo Menschen gemeinsam diesen Stream schauen, um in kleineren, Corona-konformen Gruppen zusammenzukommen, gemeinsam dieses Panel anzuschauen und im Nachgang vielleicht noch darüber zu diskutieren. Das freut uns. Ja, das Podium heute mit der Fragestellung aus den Krisen von heute die Zukunft entwickeln ist der Auftakt für den, also der inhaltliche Auftakt für den Kongress Zukunft für alle. In der kommenden Woche werden wir in über 200 Veranstaltungen über Utopien und Transformation sprechen, also darüber, wie wir gemeinsam leben wollen, wie wir Gesellschaft sozial, ökologisch und demokratisch gestalten können und wie der Weg dahin beschritten werden kann. Dieser Kongress wurde von einem großen Organisationskreis, hauptsächlich ehrenamtlich, vorbereitet. Außerdem in Vorbereitung auf dieses Projekt, also die Organisation des Kongresses, haben vom Konzeptwerk Neue Ökonomie verschiedene Zukunftswerkstätten mit radikalen Vordenkerinnen stattgefunden. Daraus ist ein Buch entstanden als Diskussionsgrundlage, als inhaltliche Grundlage für diesen Kongress, das eine Vision für das Jahr 2048 skizziert. Ja, wir haben die kommende Woche noch ganz viel Zeit, über Utopie und Transformation zu sprechen. Das ist der Fokus dieses Kongresses. Trotzdem wollen wir uns heute Abend noch einmal Zeit nehmen, auf Analyse und Kritik zu schauen. Wir wollen eine gemeinsame Vorstellung davon entwickeln, wo wir gerade stehen und wie wir davon losgehen können. Genau, wir leben aktuell in einer Gesellschaft, die sehr gezeichnet ist von sozialer Ungleichheit. Kürzlich ist eine Studie vom DIW, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, erschienen, woraus hervorgeht, dass die reichsten 10% in Deutschland knapp 2/3 des Vermögens besitzen. Also Vermögen ist extrem ungleich verteilt. Mit dieser Ungleichverteilung von Vermögen geht natürlich auch eine Ungleichverteilung von Macht und Gestaltungsmacht einher. Wenn man das global betrachtet, dann ist die soziale Ungleichheit noch viel, viel größer. Im globalen Maßstab besitzen die reichsten 10% über 80% des Vermögens und das reichste Prozent, also 1% der Weltbevölkerung, besitzt knapp die Hälfte des Vermögens. Genau, und wie schon gesagt, es geht dabei nicht nur um Vermögen, sondern eben auch um Macht und Gestaltung, Gestaltungsmöglichkeiten. Genau, in dieser sehr ungleichen sozialen Ungleichheit erleben wir gerade verschiedene sich zuspitzende Krisen. Wir sind einmal, erleben wir rassistische Krisen, das ist ein gesellschaftlich strukturell verankerter Rassismus, das ist aber auch ein sehr expliziter Rassismus, wie zum Beispiel in Hanau. Wir erleben, wie ein Klimawandel sich immer weiter beschleunigt, wir erleben eine Klimakrise, die breit diskutiert wird, die einerseits unsere Lebensgrundlagen gefährdet, die sich andererseits aber schon in großen Teilen der Welt niederschlägt, vor allem in Ländern, die historisch gesehen am wenigsten zu dieser Klimakrise beigetragen haben, die nicht
nicht, also die wenig dazu beigetragen haben und die diese Missionen nicht nutzen konnten, sich wirtschaftlichen Wohlstand aufzubauen und die jetzt am stärksten schon durch die Folgen betroffen sind. Außerdem erleben wir gerade mit Corona eine weltweite Pandemie. Neben dieser Gesundheitskrise, Corona, ist es ein Stresstest für Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt. Und die Folgen von Corona werden uns noch lange begleiten. An Corona anschließend erwarten wir eine Wirtschaftskrise. Und auch hier werden nicht alle Menschen gleich betroffen sein. In den folgenden 1,5 bis 2 Stunden wollen wir genau darüber sprechen. Wir wollen uns diese Krisen, vor allem die Corona als Gesundheitskrise und die Klimakrise als soziale und ökologische Krise angucken. Wir wollen gucken, wie diese beiden Krisen oder generell soziale und ökologische Krisen miteinander verbunden sind, worin wir die Ursachen sehen und worin wir Hebel für Veränderung sehen. Wir wollen darüber sprechen, wo wir ansetzen können, um mit der Transformation zu beginnen. Also brauchen wir Reform, brauchen wir ein gut geschnürtes Reformpaket, was dazu führt, dass wir aus diesen Krisen rauskommen, dass wir in einer gerechteren Gesellschaft leben können, oder reicht das nicht? Müssen wir Gesellschaft von Grund auf anders denken? Gesellschaft und Wirtschaft von Grund auf anders denken? Genau, diese Fragen wollen wir diskutieren. Ich habe 3 total tolle Gäste. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Die möchte ich einmal kurz vorstellen. Ich würde vielleicht mit dir beginnen, Antje. Du bist Geschäftsführerin vom BUND. Du bringst auch diese Perspektive heute Abend hier ein. Genau, wir werden mit dir über die Klimakrise sprechen, über die Ansätze des BUNDs sprechen. Schön, dass du da bist. Danke. Ich freue mich, dass ich hier bin. Danke. Dann mache ich gern weiter mit Toni. Toni, du arbeitest in der Klimagerechtigkeitsbewegung, du arbeitest bei Urgewalt, einer NGO, du bist aktiv zu Degrowth-Themen. Schön, dass du da bist. Und als letztes möchte ich gern Tina vorstellen. Tina ist von der Poliklinik Viertel, einem Stadtteilgesundheitszentrum in Hamburg. Auch dir herzlichen Dank, dass du hier bist. Ja, bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen und ich auch aufhöre zu reden, möchte ich noch ganz kurz den Ablauf des Podiums vorstellen. Genau, wir werden einsteigen mit einem längeren Teil zur Analyse und Kritik. Wir haben die Eingangsstatements, nochmal Rückfragen durch die Moderation oder auch Fragen, die ihr aneinander habt. Und dann gibt es die Möglichkeit, für das Publikum Fragen zu stellen. Diese könnt ihr in den Chat schreiben, allerdings nur, wenn ihr den Stream über Venueless guckt. Dazu müsst ihr angemeldet sein. Und hier auch nochmal die Einladung, es ist auch immer noch möglich, sich für den Kongress anzumelden. Wenn ihr also vorhabt, über dieses Podium hinaus in den kommenden Tagen noch Veranstaltungen zu besuchen, vielleicht an Workshops teilzunehmen, meldet euch gerne an, das gibt euch die Möglichkeit, mit zu diskutieren. Genau, wir werden 2 Frageblöcke haben, einmal zum ersten Teil zur Analyse und Kritik und dann zum zweiten Teil, der stärker auf die Transformation abzielt. Genau, jetzt habe ich auch genug geredet und möchte das Wort gern abgeben. Tina, ich würde gern mit dir beginnen. Du bist in der Poliklinik aktiv, das ist ein solidarisches Gesundheitszentrum in Hamburg. Ihr habt, anders als vielleicht in anderen Kliniken, ein so ganz umfassendes Verständnis von Gesundheit. Das bedeutet, ihr zieht auch ökonomische und soziale Rahmenbedingungen mit ein. Genau, geht davon aus, dass die Gesundheit auch beeinflussen, Gesundheit und Krankheit beeinflussen. Im Zuge von Corona habe ich häufig sowas gelesen wie, so die Krise trifft uns alle, wir sitzen alle im selben Boot, vor dem Virus sind wir alle gleich. Ich nehme an, das ist nicht die Position, die du teilst. Vielleicht kannst du uns einmal erläutern, warum du glaubst, dass es nicht so ist oder warum das nicht so ist. Gerne. Ja, also auf jeden Fall sind nicht alle vor dem Virus gleich und du hast es ja auch beschrieben, es ist einerseits eine Gesundheitskrise, die aber auch sich als soziale Krise und gesellschaftliche Krise zeigt und auch eh schon auf ein sehr marodes Gesundheitssystem trifft, also zu sozusagen dem Thema Gesundheitsversorgung können wir ja wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen. Es ist einfach so, dass es so wie wir Gesundheit verstehen, dass einfach soziale Verhältnisse Gesundheit beeinflussen, dass es auch jetzt schon eine unterschiedliche Lebenserwartung von 10 Jahren gibt, je nach Einkommensklasse. Also wer arm ist, wird schneller krank, etc.
Und dass sich das jetzt eigentlich nur verschärft und zuspitzt, sieht man eigentlich daran, auch an der Frage, wer kann sich eigentlich schützen, wer arbeitet in welchen Bereichen. Das sind Fragen, die das, glaube ich, so durchzieht. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie, wo gesagt wurde, dass Hartz-IV-Bezieherinnen und Langzeitarbeitslose besonders von Covid-19 betroffen sein können. Einerseits, weil sie Vorerkrankungen haben, also dass man auch sagt, prekäre Arbeitsbedingungen, prekäre Wohnungsbedingungen oder Diskriminierungserfahrungen, das verursacht auch alles Stress. Und Stress kann auch wiederum Diabetes- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Deswegen sind arme Leute oder prekär beschäftigte Leute ja dem auch mehr ausgesetzt, sind auch vulnerabler, können sich schlechter schützen. Auch ist es oft so, da wo wir arbeiten auf der Veddel, ist umgeben vom Autobahn, Hafen, Industrie, viel Schimmel in den Wohnungen etc., wenig Möglichkeiten in den Garten zu gehen. Und da gibt es viele Vorerkrankungen, viele Chronifizierungen. Also eigentlich ist es auch, haben wir jetzt schon gesehen, dass vor allem in bestimmten Unterbringungsformen, in bestimmten Werken, Amazon-Werk ist so ein Beispiel, da können sich die Leute nicht ausreichend schützen. Also von daher ist das jetzt erstmal ein Blick und folgend kommt natürlich dann noch, wer kann sich folgend weiter die Miete leisten, was ist mit den Gewerbetreibenden. Also ich denke, es ist klar, dass Corona die eh schon bestehende Gesundheitskrise und gesellschaftliche Krise nur noch verschärft und dass wir halt als Gesundheitszentrum, solidarisches Gesundheitszentrum auch an den Ursachen ansetzen möchten und kollektive Handlungsformen mit den Leuten, mit den Bewohnerinnen zusammen schaffen möchten. So vielleicht erstmal. Danke. Ich glaube, dann würde ich direkt noch eine Frage hinterher schieben. Und zwar im Zuge von Corona, aber ich glaube, eigentlich hätte man es auch schon davor genauso kritisieren können, steht das Gesundheitssystem stark in der Kritik. Ist das letzte Jahrzehnt sehr doll daran gearbeitet worden, das Gesundheitssystem marktkonform auszugestalten, also irgendwie Stichwort Privatisierung, Fallpauschalen sind eingeführt worden, Konkurrenz und Rationalisierung. Ist der Markt ein geeignetes Instrument aus deiner Sicht, das Gesundheitswesen zu organisieren? Welche Probleme und eventuell auch Chancen siehst du darin? Na, wie man sieht, regelt der Markt es nicht. Wenn man jetzt schon sieht, dass irgendwelche Fließtücher fehlen, direkt für Arztpraxen und Gesundheitskrankenhäuser. Also es ist so, dass eigentlich durch diese Ausrichtung des Gesundheitssystems nach dem Markt, dass es da einerseits zu einer teilweise sind Bereiche unterversorgt, andere sind überversorgt. Also es ist überhaupt nicht bedarfsgerecht organisiert. Die Personen arbeiten eh unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Also der Pflegeschlüssel wurde ja auch minimiert, weil dort auch zu sparen war. Teilweise gibt es in bestimmten Stadtteilen keinen Kinderarzt mehr etc., weil bestimmte Praxen sich nur in anderen Stadtteilen, in den reicheren Stadtteilen ansiedeln. Dass der Blick auf die ambulante Versorgung und im Gesundheitsbereich haben wir ja auch mitbekommen, dass Intensivbetten, dass die Leute nicht durch die Intensivbetten beatmet werden, sondern durch die Pflegenden und das Personal. Und dass da auf jeden Fall jetzt ja auch schon Forderungen laut werden, Fallpauschalen auch wieder abzuschaffen, also sei es jetzt in Bezug auf Kinderkrankenhäuser, die jetzt unterversorgt sind, weil es einfach nicht rentabel ist. Einen Satz kurz erklären, was Fallpauschalen sind und was die machen? Das ist ein Abrechnungssystem, dass es einfach profitabler ist, zum Beispiel Operationen durchzuführen, Knieoperationen als jetzt eine andere Behandlung. Und das halt, das ist ein Abrechnungssystem über die Krankenkassen. Und dass dadurch halt bestimmte Bereiche profitabler sind als zum Beispiel der Bereich Kinderkrankenhäuser, weil da dauert es zum Beispiel auch länger, mit den Kindern zu arbeiten. Also es werden halt auch ganz blöde Arbeitszeiten festgelegt oder wie viel Zeit du mit der Patientin verbringen darfst, kannst. Also und das ist so eine Ausrichtung, was jetzt schon gefordert wird. Und aus der Krankenhausbewegung wird ja auch die Verstaatlichung gefordert, also dass Krankenhäuser und das Gesundheitssystem wieder in eine öffentliche Hand kommen und eine soziale Daseinsvorsorge werden. Danke.
Dann würde ich an dich weitergeben. Und klar, wir haben gerade schon so ein bisschen was zur Corona-Krise gehört, wie Wirtschaft das Gesundheitssystem beeinflusst. Ich würde sagen, ähnlich verhält es sich bei der Klimakrise. Und ich würde gerne an dich die Frage adressieren, ob du einmal kurz skizzieren kannst, was du unter Klimakrise verstehst, gerne ganz kurz. Und den Fokus darauf legen, wo siehst du die Ursachen der Klimakrise und was sind die Herausforderungen in der Bewältigung und gerne auch darauf eingehen, welche Rolle der BUND darin spielt. Ja, gerne. Was ist die Klimakrise? Ausgelöst durch den menschengemachten Klimawandel, also die Erderhitzung. Wir haben es ja wissenschaftlich mehrfach und mit überwältigender Mehrheit nachgewiesen, dass durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern eben der Treibhauseffekt entstanden ist, die Erde sich immer weiter erhitzt und das mittlerweile ja spürbar ist in allen Teilen der Welt, in einigen natürlich deutlich stärker als bei uns zum Beispiel, aber bei uns mit dem dritten Hitzesommer eben jetzt auch. Und wer einen Blick in die Wälder wirft und sieht, wie da die Bäume vertrocknen und der Borkenkäfer zuschlagen kann, der sieht eben Folgen von Klima oder Erderhitzung auch in Deutschland. Und die Herausforderung ist, ich vermute, das ist ähnlich wie im Gesundheitssystem, aber vielleicht dann doch ein bisschen komplexer, anders als wir das erlebt haben, ich glaube, es war in den 90ern mit dem Ozonloch, da haben wir relativ schnell festgestellt, es gibt ein Gas, das FCKW, das ist für die Öffnung des Ozonlochs zuständig. Und wenn wir das einfach verbieten, und da hat man sich sehr schnell international darauf geeinigt, dann schließt sich das Ozonloch wieder und das ist geglückt. Aber in der Klimakrise, mit der wir jetzt konfrontiert sind und weil wir so lange gezögert haben, Maßnahmen zu ergreifen, die wirklich effektiv sind, ist es eben nicht mehr so, dass man nur noch eine Sache machen müsste. Es würde nicht mehr reichen, einfach zu sagen, wir steigen aus der Kohlekraft aus. Nein, wir müssen auch aus dem fossilen Verbrennungsmotoren aussteigen. Und das ist aber auch wiederum nur die Spitze des Eisberges, da können wir schnell Emissionen mindern, aber wir müssen uns alle Lebensbereiche angucken. Dazu gehört auch Ernährung, dazu gehört, wie wir leben, wie wir wohnen, dazu gehört, wie wir arbeiten, Tourismus, Gastronomie, wie wir uns ernähren, aber auch zum Beispiel, und das ist etwas, was uns als Umweltverband sehr beschäftigt, der Naturschutz. Wie viel Natur oder wie viel Klimaschutz verträgt die Natur? Und wir haben das im Lockdown erlebt, wenn wir radikal alles runterfahren, dann können sogar vermeintlich unerreichbare Klimaziele doch auf einmal erreicht werden. Aber es ist eben mit einem weniger in allen Lebensbereichen verbunden gewesen. Weniger verreisen, weniger Freizeit mit anderen erleben. Und in Zukunft müsste es eben unter Umständen für viele Menschen auch weniger Wohnraum oder weniger Arbeit bedeuten. Und immer da, wo wir von weniger sprechen, kriegen Menschen Angst. Und deswegen ist es total wichtig, denn ich persönlich bin nicht der Meinung, dass weniger uns Angst machen muss. Gut leben statt viel haben, sagen wir immer beim BUND. Aber es ist wichtig, die Menschen mitzunehmen. Und also deswegen ist ein Kongress wie dieser so wichtig, weil wir da ja nach Fragen, nach Antworten suchen, wie wir die Utopie beschreiben können, sodass wir keine Angst davor haben müssen. Und wir als BUND führen intern immer wieder diese Diskussionen, zum Beispiel ganz aktuell, wie viel Wind auf den Windkraftanlagen auf dem Meer können wir dem Meer zumuten, um 100% erneuerbare Energie zu erreichen. Das diskutieren wir mit 16 Landesverbänden, mit einem wissenschaftlichen Beirat, mit 20 Arbeitskreisen, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Bundesgeschäftsstelle. Und dabei ringen wir auch intern schon immer um Antworten und dann pendeln wir auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten, immer zwischen der Frage, was ist ökologisch notwendig und was ist anschlussfähig. Und wenn ich mich frage, was ist anschlussfähig, dann meine ich einerseits an politische EntscheidungsträgerInnen, aber auch an die Bewegung, an unsere Mitglieder. Und auch da sind wir immer am Suchen. Und wir versuchen, diese Strategie oder dieses Spannungsfeld aufzulösen, indem wir auf der einen Seite immer wieder darauf hinweisen, was sind nicht gute Lösungen. Ich will beispielsweise erwähnen Geoengineering, also der Versuch des Menschen durch
die künstliche Bindung von CO2 aus der Atmosphäre oder durch das Ausbringen von Partikeln in die Atmosphäre die Erderhitzung zu reduzieren. Wir sind der Meinung, das sind nicht gut erprobte Methoden, von denen wir erstens nicht wissen, ob sie langzeitig wirken, zweitens sind sie immer Energie- oder auf anderen Ressourcenverbrauch angelegt, aber wir haben Antworten, was funktionieren kann. 100% erneuerbare Energien, möglichst in der Hand von Bürgerinnen und Bürgern, die haben in der Vergangenheit die Energiewende vorangebracht. Kohleausstieg, sofort, zumindest aber so schnell wie möglich. Ökolandbau, eine nachhaltige Forstwirtschaft, das sind die richtigen Antworten, die wir schon kennen und die wir verfolgen sollten. Aber uns ist eben auch klar, die Wachstumskritik ist auch ein Teil, würde ich sagen, unserer DNA. Uns ist eben auch klar, dass wir für eine sozial-ökologische Wende auf einmal als Umweltverband auch Antworten brauchen, die wir bisher noch gar nicht in unserer Arbeit berücksichtigt haben. Also was zum Beispiel ist eine faire und gute Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern durch den Staat? Was brauchen wir da? Oder wie sehen Mietmodelle aus, die fair sind und jedem den Wohnraum geben, den er braucht? Oder aber eben Fragen nach nachhaltigen Unternehmensformen. Das sind Fragen, da hat der BUND noch keine abschließenden Antworten. Und das sind Fragen, die uns eben treiben in Netzwerke oder in dem Versuch, neue Kontakte zu knüpfen, in eine Kooperation zum Beispiel auch zu diesem Kongress, weil wir wissen, das, was uns bevorsteht, die vielen Einschnitte und gesellschaftlichen Veränderungen, die wir gestalten müssen, um die Klimakrise aufzuhalten, das bedarf einer großen Mehrheit und das bedarf gemeinsamer Antworten. Und da sind wir auf der Suche, aber da freuen wir uns auch auf die Diskussion. Ja, danke dir. Ich habe auch an dich, glaube ich, noch zwei kleine Nachfragen. Einmal hast du von einem Wir gesprochen, das Verzicht üben muss, das vielleicht weniger reisen kann, das irgendwie sich einschränken muss. Ich habe ja gerade in der Einleitung schon gesagt, ne, dass so Reichtum extrem ungleich verteilt ist. Vielleicht kannst du noch mal genauer definieren, von welchem Wir du da sprichst, wen du meinst. Und die andere Frage ist, ich habe nach den Ursachen der Klimakrise gefragt und du hast ja ganz richtig den CO2-Ausstoß, eine Industrie benannt, die ursächlich dafür ist. Und ich glaube, ich fände es auch spannend, von dir nochmal zu hören, nicht nur, was sind wissenschaftliche Ursachen dafür, sondern was sind vielleicht auch politische und wirtschaftliche Ursachen, weil wir haben ja all dieses Wissen, wir könnten ja einfach aufhören, CO2 zu emittieren, tun wir aber nicht. Woran liegt das? Ja, vielleicht nehme ich das Reisebeispiel mal. Das ist nämlich tatsächlich ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie komplex es ist. Man könnte jetzt ja sagen, sowieso können ja nur die Reichen reisen und deswegen trifft es nur eine bestimmte Klientel. Das stimmt aber nicht. Das Fatale ist, dass Reisen für das kleine Geld häufig mit Flugreisen verbunden ist. Also ich habe eine Freundin, die sagt, ich kann mir einen Urlaub an der Ostsee nicht leisten. Aber den Flug nach Kroatien, all inklusive für 350 Euro mit meinem Kind, das kriege ich gerade noch hin. Und natürlich gibt es dann auch noch Leute, die auch diese 350 Euro nicht aufbringen können. Die sind dann nicht betroffen, die sowieso schon wenig haben, die müssen nicht noch auf mehr verzichten, das stimmt. Aber das ist eben das Fatale, dass vieles, was billig ist, eben umweltzerstörend ist. Und dann, da komme ich dann vielleicht zu der nächsten Frage. Du sagst, wir wissen ja die Antwort, wir könnten ja morgen aus der Kohleerzeugung aussteigen oder den Verbrennungsmotor einfach verbieten. Und dann gibt es so Verpflichtungen wie Verträge. Die Bahn hat einen Vertrag mit Uniper, den Strom, der in Datteln, in dem gerade eben ans Netz gegangenen neuen Kohlekraftwerk erzeugt wird, abzunehmen. Natürlich könnte die Bahn sich einfach entscheiden, diesen Vertrag nicht zu erfüllen oder eine Vertragsstrafe zahlen. Aber da hängen dann eben wirtschaftliche Erwägungen dran. Und da hängen dann Aktienbesitzer dran und da hängt eine Erwartung an eine Dividendenausschüttung dran. Und deswegen ist natürlich dieses Wirtschaftssystem ein Teil des Problems. Und beim Verbrennungsmotor würde ich sogar noch weitergehen. Also jetzt könnten wir einfach den Verbrennungsmotor verbieten. Und das wäre aber, finde ich, in der gesellschaftlichen Verantwortung dann auch wieder sehr kurz gesprungen, weil ja an der Produktion
zigtausende von Menschen hängen. Und selbst wenn wir sagen, die, die bei den Automobilherstellern beschäftigt sind, das kriegen wir noch hin, dann haben wir noch die ganzen Zulieferer. Und deswegen müssen wir uns aufmachen, eine Umgestaltung der Automobilindustrie gemeinsam zu gestalten. Weil mich hinzustellen und zu sagen, wenn du, der du in einem Autowerk arbeitest, morgen arbeitslos bist, das ist mir als Umweltschützerin egal, dann ist das extrem unsolidarisch. Wir brauchen eine Antwort, wo diese Menschen Beschäftigung finden können. Das kann sein in der nachhaltigen Mobilität. Die Bahn sucht potenziell 100.000 neue Beschäftigte. Das kann natürlich auch in einem anderen Antriebssystem sein. Aber das ist möglicherweise auch ganz woanders. Und da müssen wir eben auch Antworten finden. Denn ich glaube, ein gutes Leben für alle beinhaltet auch ein sinngebendes Leben. Und es ist immer noch so, dass viele Menschen sich sehr über die Arbeit definieren. Und wenn wir dann nicht Arbeit auch anders definieren, dann nehmen wir Menschen Lebenssinn und das ist sicherlich auch sehr disruptiv. Dankeschön. Ich glaube, du hast ja gerade schon auch ein Stichwort am Ende noch gegeben, dass man Arbeit auch anders definieren kann, ne? Dass es auch eine Aufgabe an Gesellschaft sein kann, Prozesse grundsätzlich umzugestalten, sodass wir vielleicht keine klassische Lohnarbeit mehr haben, dass es vielleicht nicht notwendig ist. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema Arbeit, was auf diesem Kongress noch groß diskutiert wird, allerdings auf einem anderen Podium dann speziell zu dem Thema. Genau, ich wollte noch einmal einhaken, du hast gesagt, natürlich sind nicht alle gleichermaßen davon betroffen, wie Verzicht geübt werden muss. Teilweise sind Reisekosten geringer bei irgendwie Flugreisen, die sehr CO2-intensiv sind. Ich glaube, ich wollte mit meiner Frage auch noch darauf hinaus, dass es auch Menschen gibt, die diese Flugreisen gar nicht antreten können. Dass es einen ganz großen Teil der Weltbevölkerung gibt, die dieses Privileg gar nicht hat und die davon auch nicht so betroffen sein sollten von dieser Verzichtsdebatte. Genau. Das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung zum Themenkomplex Klimagerechtigkeit. Da würde ich gerne an dich weitergeben. Vorher noch eine ganz kurze Information, die ich vergessen habe. Es braucht immer einen kleinen Moment Pause, wenn wir die Sprache wechseln. Also nicht, dass die zuschauenden Menschen jetzt irritiert sind, weil die Dolmetscherinnen einen kurzen Moment brauchen. Genau. Genau, du bist Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung, Toni, und du sprichst ganz bewusst von Klimagerechtigkeit und nicht von Klimaschutz. Vielleicht kannst du kurz sagen, warum das wichtig ist, wie die Klimakrise mit globaler sozialer Ungerechtigkeit zusammenhängt und welche Rolle darin auch unser profitorientiertes Wirtschaftssystem spielt. Thank you, Ruth. Yeah, I just needed a bit of time for the translation. To start from why climate justice, not a climate crisis, and what we need to look at already, Antje said a bit that what we see, the impacts of climate crisis is not equally distributed, and we often, if you look at the impacts, how the temperature is varying and how the increased climatic extreme impacts are happening. It's very different. Like, it's mostly happening in countries in the global south. And if you look into the responsibility of historic carbon emission, if we take into consideration the main reason for climate crisis that we're facing today is the carbon emission and, of course, the CFC and other gases, which has changed. So we see that the countries, the early industrialized nations, or we can say the climate, the countries in the global north, were primarily responsible for these emissions. So if you look into that data, we see clearly that the responsibility of climate crisis and the impact of climate crisis is not really fairly or equally distributed. And maybe that's also one of the reasons why we are not acting as fast enough, why we still see that we have all these absurd negotiations in each COP each year, where the countries in the global north keep trying to deny the responsibility or the whole discussion around the reparation. So going back one step, so the whole discussion again then comes to the idea that the countries that are responsible, they should take or own the responsibility. So the concept of climate justice is that then this whole uneven distribution of these impacts should not exist, and there is several
differentiated impacts. So not only there is differences between countries in the global north and countries in the global south, but we also see here, I could refer a bit what Tina was saying in terms of when corona crisis, we saw that it's not same that everybody's in the same boat, or for people who are socially in a difficult situation, they face like heavier burden for a corona crisis. It's same for climate crisis. People who are poorer, people who are from a different marginalized group, they are also more exposed to the climate crisis. So here we see there are differentiated impacts, and it's also same in case of the gender. So also the climate crisis plays out differently, especially for women. The impacts of climate crisis are different, especially in the front lines. Women are more impacted by, so there is one data that we know that when there are extreme climate impacts or events like tornado or cyclones, the death rates are unbearably, like disproportionately higher for women and children. So that's another case, how we see that it plays out differently. And there are also, of course, that with the increased climate crisis, there are tension, and social tension impacts marginalized groups even more. So this, in this case, we also see how climate crisis is going to impact even the LGBTI communities differently. So what we see that climate crisis is actually not only a technical or a scientific problem, it is a social, economic, it is a justice issue fundamentally. And we need to, when we talk about climate justice, we need to be aware to be look into all of these areas in a more cross-cutting issue, like in a cross-cutting lens. I think that's one very important point to take. And what was your second question? Die zweite Frage ist, inwiefern das mit unserem neoliberalen und profitorientierten Wirtschaftssystem zusammenhängt, die Klimakrise, Ursachen der Klimakrise. Toni, can you speak up a bit? I can hear you very... Okay. Yes. And for that, it's what we see that again, the crisis we are facing is fundamentally, it is the whole economic, the way we have been producing, the way we have been prioritizing, and the way we have been allowing certain group interest to get over collective interest. So I think if you look into how the whole source of the economic system that we live in at the moment. So when I was talking about the social justice, why climate crisis is a social justice issue, we can see that how even without the climate crisis in our societies, inequalities exist, right? So even without the climate crisis, we have been having the problems of inequality, we have been having problems of the gender issues, and that we have been having the marginalized groups. And in all of these conflicts, if you look into the backstory of what is the source of all of these conflicts, you would always see that there is, oftentimes, there is conflict over land, conflict over certain appropriation of labor, or making the care work invisible is one form of why the whole conflict we see between men and women in our society. In terms of indigenous people or marginalized indigenous groups, we would see it's always oftentimes taking over the lands and taking over the forest where they live. In terms of also, in terms of when we talk about the LGBTQI rights, we would see there is often there's a need to dominate one form of like this mainstream sexual like heteronormativity. It's important to make sure that we have the whole existing reproductive system that makes sure we always have the continuous labor and supply. So these are all always the embedded need of a certain economic system that allows all of this kind of oppression. And so as a continuation of that, what we see today, the climate crisis we are facing, that it was the same even though we see that this is a need. We need to prioritize the collective global need. We haven't been doing it. Our economic analysis have never taken into consideration the ecology. Like, we always considered economy as if it is not embedded into this earth. So whatever we take, nothing has any value until and unless it comes to the market. And it has, because we have this need to always put monetizing. So once something we can calculate in terms of money, or it can be produced, it can be used for production and make into transaction in the market, only then we have a value. So a tree, a forest that exists
we cannot put a value on it in terms of how much air, how much of clean air, clean water we have. So it's never only if we can turn it into some sort of production, then we have a certain value of it. And this crazy need of turning everything into money, and now we see that we have this huge amount of billionaires in the history of the world. We have this huge pile of money that we don't even know when we will ever be able to spend. But then at the same time, we have our planet that is collapsing. And then if you look into it and you think, what is this absurdity? What is the source of it? This is the source. That's because we don't know how to value this planet. We haven't known that. We are into this crazy production system where we need to turn into all of this earth and churn it through this mechanism and have this pile of money, which we cannot, in terms of just money, we cannot eat. None of us can use it. Like money is like a collective, imagine a social construct, right? We all agree that money is valuable, that's why it's valuable, but because of this system, this is where we are, that we are collapsing and we have this huge number of billionaires. And through this, during this corona crisis, we even know that top 10 billionaires, they all of them gained their wealth increased. So yeah, so if you stop and look fundamentally, that is the problem. That is why we are facing the climate crisis. And if it weren't for carbon emission, if it were not, we were facing this carbon played out, that this carbon particles stuck in increased in the atmosphere, and we are having this earth like the sun and increased global temperature, we would face it in some point, because even without this carbon particles in the air, we were depleting, taking the way we take, if you look into the way we take fish from the sea, like it's super inefficient, like the amount of the way we harvest fishes or the amount of crops we produce. So on one hand, we have people who are hungry, but on the other side, we have huge amount of food production that goes to waste. The companies would throw things to waste instead of giving to people. So what I'm saying is, because of this certain form of the way we produce things and organize and redistribute, that is fundamentally the reason why we're facing this collapse, ecological collapse, and this global crisis. Dankeschön. Genau, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir gleich eine Fragerunde machen werden, also wo Leute aus dem Publikum, die ihr gerade alle dieses Podium verfolgt, Fragen stellen könnt. Wir freuen uns auf eure Beteiligung und ich würde euch bitten, die Fragen über den Chat bei Venueless einzureichen. Es wäre total schön, wenn da einige zusammenkommen würden. Genau, Toni, du hast gerade schon ganz viel dazu gesagt, wie die Zusammenhänge zwischen der Klimakrise und dem Wirtschaftssystem sind, dass es mit Produktion und Konsum zusammenhängt, dass es mit der Ausrichtung unserer Wirtschaft zusammenhängt. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zugespitzt nachfragen. Glaubst du, dass man die Klimakrise durch CO2-Einsparen in den bestehenden Verhältnissen lösen kann, wie es zum Beispiel Konzepte wie grünes Wachstum oder ein Green New Deal, wie er von der EU besprochen wird, genau vorsehen? Also, dass wir praktisch diese Ökonomie, die wir gerade haben, effizienter gestalten, grüner gestalten und darüber die Klimakrise stoppen können. Glaubst du, das geht? Und wenn nein, warum? I mean, there are two approaches to take. I mean, on one hand, I personally, from my personal position of change or how changes happen, I think even for disruptive changes, we need to go in such a way that it is sustainable, then it stays. So for just from like from zero, it's not sustainable to go from zero to 100. It's always better to go from 1, 10, 20, or like gradually, because then the change stays, then we don't have the reverse effect or the impact of the need to go back to the former if it's. So what I personally believe that we always need to be radical in our analysis and pragmatic in our implementation. So in terms of, it's always probably better to have more government spending. So I would say it's better to have fiscal policy than austerity, like the government spending in terms of then government crunching or austerity. But at the same time, if one says, if by that, will we be able to stop or change? Most probably not. We will always have to, if you look into a lot of the green, like if you look into a bit deeper into the fair trade certification system, which was supposed to make the whole supply chain much better, but there are cases now, if you look and see that there are cases where this fair trade certification, they are making money, and they are even, there is cases of manipulation, and where it's fundamentally again shifting resources, and it's not really
able to change the farmer's life or the people who are producing. So to do that, I think we have to be honest in our analysis to know that all sorts of value that is created is from people who puts in labor, like the people who are working. And it's also the case because we have this, we always need this huge, large base of laborers who produce things. Like, and it's because we are this hierarchical system, we are all this secondary, tertiary system of economy is fundamentally based on the primary, the agriculture and the production. So when we know, and we must acknowledge that there is a process of like this surplus value and accumulation, and then we would always have to be sure. So there are two things in terms of when we say more government or more business. So of course, at the same time, when I say we need to change capitalism, but then we don't even know what are the alternatives are, right? So I mean, in terms of historically, it's not like, of course, I also have, I don't know enough, but at the same time, it's not like, oh, we need, I would talk about centralized, central planning, central government, like we had in the Soviet times, because it had their own limitation and there it failed. That's one part. But on the other hand, when we look into, it's a discussion about government versus business, we see it's often about collective interest versus efficiency. And because often businesses produce, like it can operate things efficiently. There are many innovation, it encourages innovation. So these are the things we have seen over and over again. But what we fundamentally need to make sure that it's important that we know the profit should never be the main motive, and that has always been fundamentally one of our problems. And what are the interests, how we do things. So if we, it's same for the green reformation. As long as we are letting businesses to still make money and look good, probably it would not work. We need to make sure what is the first primary motive, and if we are trying to change, so in that we would definitely would need to rethink, we would need to reorganize, we would need to start living in different ways. But it's probably easier to convince if we are in a better position, say, from if people who are already doesn't even convinced that market, there are market failures and we need to change on that. Then there are, when we agree that yes, there is problems, and from there we need to do better, so it's probably, it's easier to engage in conversations with those and push for more radical forms. So I'm saying, so it's always better if somebody wants to go to 20, like, yes, let's go to 20, then I can push you to go to 100, than someone who's at zero. That's one thing. And the second thing I want to emphasize, that the whole thing has been always about a lot of the things, it is about narrative and the power of narrative. And I think that's also very important thing, because we would see the whole neoclassical, the economics, the way it has been said, it's always about, oh, it's science, it's the truth. But if you look into how many disaster has been happening in the 90s, in 2000s, like for the countries in the global south, how this World Bank, IMF suggested policy, it is established, like it is the truth, and how the countries have suffered. But it's always still, if someone else did this kind of mistakes, if one of your friend this kind of mistake, probably you wouldn't want to be friends with them anymore, or it's the same. So but then the big, like the economies, because there is power, because they serve certain power interest, there are terrible mistakes that has been done. It's proven that it doesn't work, but even then this kind of policy. So only it needed a 2008 crash where the mainstream economics couldn't go on anymore by claiming their superiority then. But look how much people suffered and how many economies. So I think a lot of the fight for us generally, the movement, or when we want reformation or utopia, we have to put forward a narrative and make sure that we point and clarify what are the challenges or the limitation of the current existing narrative. I think that's a lot like bigger fight. I think that's where we have to be radical, the most radical, and always make sure that we keep talking about the 100 and not, we don't get satisfied at 20 and be like, yeah, that's my dream that everybody drives a electric car, or that's my dream that there is bike lane, or yeah. So that's where we have to be, make sure that we are talking about that 100. Okay, danke. Genau, zum Ende dieser ersten Runde würde ich euch fragen, ob ihr Fragen aneinander habt, wo ihr nochmal was nachfragen wollt, wo ihr vielleicht einen Dissens verspürt und darauf reagieren wollt oder zustimmen und das bestärken möchtet. Ich konnte Toni fast nicht hören, deswegen kann ich mich da jetzt leider gar nicht drauf beziehen. It was very soft. Even with the microphone? Yeah, yeah. Okay. The yes, please.
Okay, gibt es denn schon Fragen aus dem Publikum? Ich hätte, glaube ich, eigentlich... Ich hätte durchaus eine Frage an Tina. Ja. Ja. Tina, welche Chance siehst du mit eurem Ansatz, in dem bestehenden System was zu verändern? Und was, wie müsste das System sich verändern, um grundlegend das zu... Also ne, du hast von den Fallpauschalen gesprochen, das ist ein Problem, was man wahrscheinlich in dem bestehenden System verändern könnte. Aber was müsste sich systematisch verändern? Ja, ich weiß nicht, ob ich da schon zu viel vorweggreife, aber ich würde trotzdem schon mal antworten. Also ich glaube, so eine Perspektive wäre schon zu sagen, ja, wie ist Gesundheitsversorgung gerade strukturiert bzw. finanziert? Also wir als Poliklinik arbeiten ja im Bestehenden und versuchen da quasi immer wieder Spielräume zu öffnen oder verstehen uns schon als so ein Modellprojekt, um auch neue Sachen auf den Weg zu bringen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Stelle einer Community Health Nurse, also einer Gemeindeschwester. Das gab es ja schon früher und jetzt gibt es das wieder. Und das ist jetzt auch ein Pilotprojekt, um diese Stelle zu konzipieren, zu sagen, was ist diese Aufgabe der aufsuchenden Pflege. Das ist quasi für uns auch wichtig, da zum Beispiel die Pflege auch zu stärken, also allein die Profession der Pflege zu stärken, auch im Vergleich zu den anderen Gesundheitsberufen. Also das ist unser Ansatz ja auch, quasi, dass Hierarchien zwischen den Bereichen auch abgebaut werden müssen. Also von daher verstehen wir die Polikliniken schon als ein Modell und hoffen, dass es viele Nachahmerinnen findet in den einzelnen Städten und auf dem Land. Man kann halt auch in andere Länder schauen. In Kanada oder Belgien gibt es auch Community Health Center. Da gibt es eine ganz andere Tradition und auch ein Verständnis von Health in all policies. Also dass du schon Gesundheitsfürsorge als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe siehst. Und dass das auch... quasi Gesundheitsförderung bedeutet, wenn du zum Beispiel Altersarmut reduzierst oder für eine grundsichere, bedingungsloses Grundeinkommen eintrittst oder so. Also das sind alles, was vielleicht gar nicht als Gesundheitsförderung so beschrieben ist, hat aber ja auch einen Effekt. Also das ist dieser Health and Policies Ansatz, wo ich denke, dass das auch spannend wäre, das mehr sozusagen zu denken und überhaupt auch zu denken, dass wir innerhalb von Stadtteilen leben und in Sozialräumen leben und dass wir das mit beeinflussen können, also genau diese Erfahrung zu machen von Selbstwirksamkeit, Empowerment, dass ich mein Lebensumfeld mit Anwohnerin selber gestalten kann oder prekäre Lebensverhältnisse zumindest minimieren kann oder Solidarität erfahren kann. Also das sind alles auch so Strategien. Und ich glaube, auf so einer strukturellen Ebene würde es schon bedeuten, bedarfsorientiert zu planen und dann auch quasi ja, in diese Entwicklung auch Akteuren mit einzubeziehen in Entscheidungen, also sei es jetzt verschiedene Berufe, die auch Gesundheitsberufe zu zählen sind oder noch andere, als auch Bewohnerinnen. Also dass wir auch eigentlich das Interesse haben, im Kleinen dass es so eine Art Patientenrat auch bei uns gibt, wo Patienten mitentscheiden können und Angebote und Versorgung mit da entscheiden oder gestalten. Und das könnte man dann auch aufs Größere übertragen. Also ich glaube, ein großer Punkt ist dann wieder das Thema Finanzierung so der Bereiche, weil es jetzt einfach total schwierig ist, auch in so einem multiprofessionellen Team zusammenzuarbeiten, wenn die Ärzte zum Beispiel gar kein Geld haben in der Fallbesprechung zusammenzukommen, weil sie ja nur pro Patient abgerechnet werden und wir aber als Team entscheiden wollen und arbeiten möchten. Also ich glaube, da ist wichtig, dieses mehr nach Bedarfen zu schauen, auch da, wo in den Bereichen Stadtteilen, ja, wo es quasi höhere Bedarfe gibt, da auch mehr Geld reinzugeben, überhaupt eine langfristige Finanzierung. Meisten Stellen sind auch nur projektfinanziert, die jetzt außerhalb der Praxis entstehen.
Und ich glaube, langfristig gesehen, also ich sehe uns schon als so einen Baustein im Weg zu, also welcher ausstrahlt, der hoffentlich auch sich mit anderen Kämpfen dann verknüpft, die weitergeführt werden. Und ganz wichtig ist, glaube ich, wirklich ja diese Verstaatlichung, beziehungsweise dass das wieder in öffentliche Hand kommt und dann wirklich auch eine Demokratisierung stattfindet. So vielleicht können wir später noch ein bisschen mehr. Okay. Habt ihr sonst noch Fragen? Sonst? Nein? Haben wir drei Fragen aus dem Publikum. Genau, ich versuche die einfach mal euch zuzuordnen und ihr gebt gerne Einschätzung, ob ihr Lust habt, darauf zu antworten. Ich glaube, ich würde die erste an dich adressieren, Antje. Frage ist, hat der Staat im Kapitalismus überhaupt die Möglichkeit zu konsequenter Klimapolitik? Verhindert Standortkonkurrenz eine konsequente Politik nicht? Es sind ja zwei Fragen. Also ich habe es vorhin kurz erwähnt, also der Wunsch 100% erneuerbare Energien, und ich habe dann gesagt, möglichst in der Hand von Bürgerinnen und Bürgern. Und ähnlich wie Tina das beschreibt in der Gesundheitsversorgung, wäre das auch ein Weg in der Energieversorgung zum Beispiel. Wir haben das festgestellt, wie das mit der Energiewende losging. Der Treiber, der Motor der Energiewende waren Privatmenschen. Und zwar neben denen, die einfach selber investieren konnten, Genossenschaften. Menschen, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, ich will was tun für die Energiewende. Wir sammeln Geld ein, jeder gibt, was er kann, und wir setzen eine Photovoltaikanlage auf die Schule. Oder wir bauen zusammen tatsächlich auch eine Windkraftanlage. Und das hat uns so weit gebracht, wo wir sind. Fast die Hälfte der erneuerbaren Energien sind auch heute noch in der Hand von Bürgerinnen und Bürgern. Und damit können wir natürlich auch Mitbestimmung organisieren, denn da, wo Bürgerinnen und Bürger gestalten, da gestalten sie natürlich in der Regel auch zusammen mit den Menschen, die betroffen sind. Ja, und wir können mit Blick auf Schleswig-Holstein sagen, nirgends ist die Zustimmung zur Energiewende so groß wie in Schleswig-Holstein. Und da sind auch die meisten Anlagen in der Hand von Bürgerinnen. Und dann kam die Frage nach der, also insofern ja und nein. Also wir glauben, dass es eine größere Mitbestimmung von Menschen geben muss und eine größere wirtschaftliche Einmischung von Menschen. Das könnte in diesem System noch funktionieren. Dann kam ja die Frage nach der Standortkonkurrenz. Und die haben wir natürlich überall. Und damit sind wir in der globalisierten Welt. Und damit sind wir, was ich vermute, Toni, was du an Themen angesprochen hast, dass natürlich Klimapolitik nicht an einer nationalen Grenze Halt machen darf, dass wir mit dem, was wir hier tun, immer auch bedenken müssen, welche Auswirkungen hat es woanders, und auch mit dem, was wir hier nicht tun. Und dieser Verweis auf, wenn ihr hier radikale Klimapolitik macht, dann gehen wir woanders hin, da ist einfach klar, das anderswo wird es bald nicht mehr geben, in dem Sinne, dass weltweit überall die gleichen Maßnahmen nach und nach ergriffen werden und ergriffen werden müssen. Das ist natürlich das Argument, mit dem wir immer konfrontiert werden, aber ich lasse es mittlerweile nur noch selten gelten und erlebe auch häufig, dass es auch nur vorgeschoben ist. Weil auf der einen Seite gibt es Umweltvorschriften in unserem Land und auf der anderen Seite gibt es exzellente Bedingungen, was Infrastruktur angeht. Und das wird immer unterschlagen, dass man könnte ja sonst wohin gehen, überall wäre es gleich. Das ist natürlich in Wirklichkeit auch nicht richtig. Also insofern finde ich, dürfen wir das Argument nicht mehr akzeptieren, auch wenn es weiterhin gebracht wird. Und wir müssen uns gleichzeitig dafür einsetzen, dass wir eben tatsächlich weltweit die gleichen Bemühungen und gleichen Standards bekommen. Denn eines ist klar, also das, was sich viele vorgestellt haben, ich muss ja das Klima hier gar nicht schützen, ich muss ja nur Projekte irgendwo anders finanzieren, das wird nicht mehr funktionieren. Wir müssen überall raus aus dem Fossilen, runter mit den Emissionen. Und das, was wir woanders Finanzströme hinlenken, das ist nicht stattdessen, sondern das muss außerdem gemacht werden. Ich würde auch da noch mal kurz einhaken.
Sie bist ja das, was du beschreibst, also dass es ein internationales Forum braucht, wo Länder sich darüber austauschen, welche Maßnahmen weltweit gelten müssen, weil Klimakrise eine globale Krise ist und die auch nur global gelöst werden kann. Genau das, was die UN-Klimaverhandlungen sein wollen. Jetzt ein kleiner Fauxpas, ich weiß nicht, in die wievielte Runde die dieses Jahr gehen, also dieses Jahr nicht, ist verschoben worden, aber in die 28. oder 29. Runde. Das heißt, seit 28 oder 29 Jahren passiert es nicht, ist dieser Ansatz nicht erfolgreich. Und da würde ich auch gerne nochmal nachfragen. Mhm. Also das sind ja genau diese Argumentationen, die du gerade bringst. Warum funktioniert das nicht und woran liegt das? Was brauchen wir, was müssen wir anders machen als bisher, um effektiven Klimaschutz zu ermöglichen? Also der BUND ist ja Mitglied bei Friends of the Earth International und auch in einem Forum von über 40 Umweltorganisationen aus der ganzen Welt haben wir häufig Diskussionen, wo ich denke, ja, da kann ich mir dann schon vorstellen, wie es in der UN läuft, weil die Bedingungen natürlich in jedem Land sehr unterschiedlich sind und weil, was ich hier vielleicht so lockerflockig sage, eine wahnsinnige Zumutung in einem anderen Land sein kann. Und ich glaube, es gibt zum Multilateralismus keine Alternative. Wenn wir das gemeinsam stemmen wollen, dann müssen wir es gemeinsam stemmen. Aber es gibt natürlich auch in diesen Foren beharrliche Kräfte. Ja, also wenn ich in Vorbereitung von diesem Panel habe ich gedacht, naja, wo haben wir eigentlich mal eine Schlacht gewonnen? Und wir haben vor 6, 7 Jahren das geschafft, dass de facto in Deutschland kein Carbon Capture and Storage gemacht wird. Also das, was man so als CCS kennt. Legal wäre es, aber de facto wird es keiner machen. Und das ist ein großer Erfolg. Und dann atmest du auf und drehst dich um und dann steht die nächste Debatte vor der Haustür, nämlich CCU, also Carbon Capture and Usage. Und da will man das CO2, was man abgespalten hat, dann einfach für chemische Prozesse benutzen. Und so hat man manchmal das Gefühl, also immer wenn man eine Sache geschafft hat, dann kommt die nächste um die Ecke und das ist in der UN, glaube ich, genauso. Und gleichzeitig ist dieses Streben danach, es weiter zu versuchen, ganz wichtig. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen wir ja auch mal die Realitäten außerhalb dieser politischen Foren betrachten. Also die erneuerbaren Energien sind mittlerweile wettbewerbsfähig. Ja, es ist mittlerweile finanziell interessanter und von der Infrastruktur leichter in bestimmten Ländern die zentralisierte Energieversorgung mit Kohle, Gas und Atom zu überspringen. Du kriegst schneller in bestimmten Ländern eine Elektrifizierung des Landes hin, wenn du gleich auf die Erneuerbaren gehst und es ist unter Umständen sogar billiger. Und das wird ja gleichzeitig passieren. Dann haben wir den Druck von den Menschen. Also Allensbach hat im Mai erhoben, auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, wovor haben die Leute im Moment am meisten Angst? Und das ist immer noch die Folgen vom Klimawandel. Und weltweit ist es ähnlich. Also wir haben dann immer noch die Bürgerinnen und Bürger, die national auf ihre Regierung einwirken. Und das müssen wir zusammenbringen. Also dass wir de facto was verändern, völlig egal, was unsere Regierung wollen, zum Beispiel durch Bürgerinnen-Energie oder durch das, was ihr macht in einem Gesundheitssystem, was es ja gibt und trotzdem beweist ihr, dass was anderes möglich ist. Dann müssen wir versuchen, unsere nationalen Politiken zu verändern und dann müssen wir natürlich trotzdem noch versuchen, das alles gemeinsam hinzukriegen. Danke. Genau, ich würde da, glaube ich, gleich nochmal auch einhaken, aber in meiner nächsten Frage, die zieht nämlich und geht ein bisschen auch in eine ähnliche Richtung und erstmal noch die nächste Frage aus dem Publikum an Toni adressieren. Du hast ja gesagt, wenn der aktuelle Konsum Teil des Problems ist, also unser Konsumverhalten, braucht es vielleicht ein anderes Verständnis von Wohlstand, also vom Wohlstandsbegriff und wenn ja, wie könnte das aussehen? As I was saying, yeah, I think exactly one of the problem is this crazy consumption pattern. And here I want to also focus how the whole climate movement is also not doing well enough in terms of addressing it and talking about it. We always say, not always, but a big part is still about the reduction of CO2, replacing coal with renewables, and as if then things would go back without any problem. I mean,
it wouldn't, because there are already existing cases where the where big amount of land has been acquired or taken over by solar plants, and this is the same case of conflict over land by the indigenous community and people who wants to use that land for agriculture, but instead is now having like the solar plants, and it's again this some farm, one or two big powerful companies taking over lands and using it. So even so, just renewables is not going to be a solution. And another part is, of course, if we see, I mean, at the present moment when we talk about consumption, you were also asking it up before, like what is the problem with this whole carbon or flying? So the, a bit of this consumption pattern is directly also involved with the carbon emission. If you look into the, again this specific lifestyle of certain countries in the global north, there is a extravagant of consumption, but then it's also often linked with the size of carbon footprint that these countries have. Like, for example, one is that I know this number I have on the top of my head is this one person, like a German average person's carbon footprint is 17.5 times higher than a Bangladeshi person's carbon footprint. And when we talk about this climate crisis, the way we put the whole population as if, I mean, many a very well-known environmentalist also often puts the human population as a problem. And for the human population, the finger is often, if not directly, but subtly indicated to the countries in Global North. But the problem is, even if we all lived like people, like because also the population cases goes against oftentimes Southeast Asia, South Asia, Sub-Saharan Africa, but if the whole world were leaving the way or the lifestyle of people, average a person of South Asia or Africa, we wouldn't be facing this climate crisis. That is the truth. We wouldn't be anywhere near to this using up our carbon budget. That's one thing. So there is a clear a lie or like a shifting the responsibility that we clearly see, because the main problem is affluence. So if you look into the problem of climate crisis, why the consumption is a problem, the problem is because we are this affluence, the way of lifestyle that we have gotten used to, that is the main problem. And this is not every person in this planet has this lifestyle. Only a very, very tiny proportion of the people has this lifestyle. And then if you go into the discussion of this whole GDP versus happiness, or actually what percentage of people are happy, because happiness is, of course, it's also difficult. It's not a very solid, we cannot measure happiness, right? With wealth, anybody can think, I'm a billionaire and I'm better than you. Like, it's very easy to feel good, feel blah. And also there's all these ideas of, it's always, even if you cry, it's better to cry in a Mercedes than crying on the street, of course. But at the same time, if someone said, like, you don't have to go crazy, you don't have to exploit billions of people to earn your 1 billion, you can make sure, like, you have a basic income. You have a place to live, and then you could do what you want to do. And how many of us would rather want to live in that kind of like being doing care work? Because care work is also, like, if it was not burden, wouldn't we all want to give and have a tender relationship and live in community? And wouldn't we all, like, I don't know many people who wouldn't like the idea of having a much bigger social life, getting together, being able to spend more time in terms of like the quality. So it again comes to the question of what is like a quality life, and it's often like the being living in nature is now getting more and more like one of the way to live happily. But a lot is comes to the human connection, a lot of being able to live. So in terms of if you see about happiness or quality of life, it is not necessarily like money does not give you. So after a certain amount of money does not bring you more happiness or better quality of life. So then again we come back to this idea that it is actually possible that we can have good life for all within the planetary boundaries, and without having this, again, this crazy consumerism where we all, like, we know how also through advertisement, through a lot of, again, this I'm coming back to this question of narrative and the fight on the front line of narrative that you would see through media, through a lot of the mainstream. If you look into whole mainstream discussion of happiness, it's always about consumption. You have to consume something before everyone else. Have you drank that new drink that Burger King got, or this all of this big, I don't even know the names of this mainstream fast food companies, but this is also a thing, like, have you drank that? Have you got this new thing, a new dress, like all of this, and you feel good for a while, and then you need the big punch. But then do you ever get tired of, I talked
to this my best friend a few days ago, and I need to talk to a new best friend. No, you could always go back to have a good time with some of your loved ones, but or this kind of connection or network or doing caring. So it doesn't have to be same for everyone, but it's possible that there are ways to be happier and live a good life without having this crazy consumerist style that we see the problem also again coming back to this idea. And I think we also, so then coming back to this frontier of narrative, how about that we change that? We keep focusing on what is a good life? Do we want to be spending 80 hours per week? I mean, this is not case for Europe or in Germany. No one works 80 hours per week, but that is, I heard from some of my friends in the US, 80 hours per week is very normal. Like it's normal 80 hours per week. Some people work 100 hours per week, like, and that's normal. So, and what is that life? And some don't even know, they don't even have the time to spend the money that they earn, but why? So we, of course, we need to stop and question, and what are we doing, this madness? And again, I also quickly want to come back to this when I was talking about narrative. I want to point out this one fact as well, like the moment we are here and the chances that we are being able to watch this streaming or in this bubble of this whole discussion, we are a very tiny, tiny, small part of the whole population, or all of this even, if we earn enough money, if we can study, we can read, we can engage in this form of discussion, we are a very tiny population. From all of this discussion, a large percentage of the people do not even belong here. Do we? So that's the case. Like, how many of us can engage in art, or read books, or participate in discussions, have all the basic five necessities filled? It's a bigger chunk. Like, out of this 7.5 billion in the world, it's even probably less than 1 billion. And then, is their voice being reflected in this room? No, because it's fundamentally the muted voice. So none of our discussion includes those people. But does that mean there is no happiness? So of course, it should be, first of all, it should be a disgrace for the whole human civilization that we are so comfortable living this way, that we have all this big percentage of our population invisible. And the second of all, then thinking and changing how we then live and how we can have sure, like, there are, yeah, that we are actually not even representative of the whole, all the people that lives on this planet. Genau, die nächste Frage würde ich an dich stellen. Wir haben ja gerade schon von Antje richtigerweise von dem Dilemma gehört, dass wir, um die Klimakrise zu überwinden, aber auch, ne, also auch viele andere soziale Krisen hängen damit zusammen, es dringend notwendig ist, Industrie umzubauen. Also du hast als Beispiel die Autoindustrie genannt und dass aber an dieser, daran auch immer Arbeitsplätze hängen und dass so ein bisschen Arbeitsplätze dem im Weg stehen, dass wir Gesellschaft gut umbauen können. Und die Frage ist jetzt, wenn Grundversorgung bzw. soziale Absicherung über Lohnarbeit nicht effizient ist oder nicht gut ist, was wären geeignete andere Mechanismen, um eine Grundversorgung bzw. soziale Absicherung zu gewährleisten? Mhm. Ich bin jetzt nicht so firm, also es gibt ja schon Debatten um bedingungsloses Grundeinkommen und ich glaube, da gibt es auch immer wieder Pros und Kontras, da könnte man wahrscheinlich sonst was, ne? Also eine ganze Veranstaltungsreihe zu machen, wie ihr ahnt. Ich glaube einfach, dass es halt, wie jetzt schon beschrieben, sehr ineinander übergeht, dass man halt auch ausreichend Zeit braucht, für sich zu engagieren oder sich zu reproduzieren, also Care-Arbeit zu machen für andere, aber auch für sich selber, was ja jetzt über ein Stichwort Selbstfürsorge oft verhandelt wird. Also ich glaube schon, dass es generell ja auch die Frage ist, Reduzierung von Arbeitszeit, was ja jetzt auch von Gewerkschaften wieder diskutiert wird, und würde da auch ein bisschen anschließen, also wie möchten wir eigentlich leben und wie soll das auch so eine Sorgearbeit und Sorge füreinander eigentlich organisiert sein. So. Und ich finde ein gewisses Existenzgeld, was jeder Person erstmal unabhängig von, einfach ein bloßes Existenzgeld, wäre natürlich ziemlich krass. Also was dann passieren würde, keine Ahnung. Aber es ist schon... So, ich weiß gar nicht, wie doll man da drauf einsteigt, jetzt wirklich ist das, wie realistisch ist das oder so, sondern das ist ja, wir sitzen ja hier genau, oder dieser ganze Kongress geht ja darum, wie können Utopien, Strategien etc. aussehen, nur dass man halt irgendwie das
genau ineinander denkt und sagt, Zeit zu haben ist auch Wohlstand oder ist auch ein Luxus. So. Genau. Dankeschön. Genau, ich glaube, daran würde ich auch gerne anschließen. Ich würde mit dir gern noch über den Care- und Pflegebereich sprechen, der auch im Zuge der Corona-Krise wieder viel diskutiert wurde. So während des Shutdowns ist Produktion zurückgefahren worden, häufig auch eine Produktion, die sozial oder ökologisch schädlich ist, und hat eine Debatte darüber ausgelöst, welche Arbeit, welche Produktion, was brauchen wir eigentlich? Und ich glaube, dass die allermeisten Menschen sich einig sind, dass Pflege- und Sorgearbeit so ein existenzielles Bedürfnis von uns ist, zu unseren Grundbedürfnissen gehört und wir es dringend brauchen. Trotzdem sind die Arbeitsbedingungen extrem prekär. Es gibt viel informelle Arbeit, es ist nicht geschlechtergerecht verteilt. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen darauf eingehen, wie die Verhältnisse in diesem Bereich sind. Vielleicht versuchen zu erklären, warum das so ist, deiner Meinung nach. Und dann kommen wir jetzt so ein bisschen, gehen wir über in den Part der Transformation. Welche Rolle Care-Arbeit in einer sozial-ökologisch gerechten Gesellschaft eigentlich einnehmen sollte? Also genau, ich glaube, der Bereich Care-Arbeit umfasst ja sozusagen die entlohnte Care-Arbeit, aber auch die unentlohnte. Und ich glaube, im entlohnten Bereich ist es so, dass über 60% der Beschäftigten weiblich gelesen sind und diese Berufe meistens auch unter dem Durchschnittseinkommen liegen. Also das hat ja auch eine Kontinuität, weil einfach weiblich-geschlechtlich konnotierte Berufe schlechter angesehen werden, weniger anerkannt werden. Und es gibt ja immer noch diesen Gender Pay Gap. Das heißt, dass eigentlich in den jetzt als systemrelevant bezeichneten Berufen vor allem weiblich gelesene Personen arbeiten und wiederum die Bereiche auch nochmal mehr von, also migrantisiert sind, sprich, dass da auch Migranten viel Arbeit übernehmen. Und das andere ist, dass es, glaube ich, schon während Corona mit Schließung von Schulen und Kitas es schon zu einem sogenannten Rollback der Geschlechterrollen gab, also dass Frauen im privaten Bereich viel mehr Sorgearbeit geleistet haben als die Partner. Und generell muss man halt sagen, auch genau nochmal, dass Frauen ja eh mehr in geringfügig beschäftigten Verhältnissen sind oder befristet beschäftigt, also eher von Armutrisiko betroffen sind. Und von daher ist es so, auch wieder die Frage, wer konnte sich schützen? Großer Anteil ist es in Systemberufen, die natürlich auch vulnerabler sind, sich zu infizieren. Und das ist vielleicht so der ganze Klumpatsch, wo natürlich auch nochmal einige viel stärker betroffen sind, das Alleinerziehende oder je nachdem, wie viel Einkommen auch wiederum zur Verfügung steht, jemanden für Care-Arbeit einzustellen oder nicht. Und ich glaube, was eine Strategie wäre erstmal überhaupt diese Berufe besser zu entlohnen und eine gesellschaftliche Anerkennung denen zugutekommen zu lassen, was ja angedeutet wurde, jetzt aber auch nicht mehr real umgesetzt wird. Also dass man auch einfach sagt, hier die Menschen im Gesundheitsbereich werden auch nochmal anders entlohnt. Genau. Das andere wäre dann halt auch Care nochmal anders zu denken, auch weg von rein vielleicht binären Vorstellungen oder Familienkonstellationen, sondern mehr in Nachbarschaften, andere Beziehungsgeflechte. Und ich finde auch sozusagen auch nochmal kollektiv oder untereinander auch zu schauen, wie wollen wir eigentlich leben, wie wollen wir füreinander sorgen. Also wir arbeiten ja auch in einem Kollektiv und das heißt, dass wir auch gleiche Arbeitsbedingungen haben wollen und gerechte Arbeitsbedingungen und auch aufeinander achten wollen. Und genau das Gleiche gilt dann auch für die Care-Arbeit, so wie man eigentlich dann miteinander auch alt werden möchte. Und vor allem, wenn man sich auf das gesellschaftliche System auch einfach faktisch nicht verlassen kann. Also das ist für mich so klar, so okay, ich muss es eigentlich selber organisieren mit Freundinnen und Genossen, wenn ich alt bin. So. Und das sind, finde ich, so Fragen. Also erstmal ganz viel geht es um Anerkennung und dann irgendwie ja, das zusammenzudenken auch. Dankeschön. Gerne.
Dürfte ich noch einen Aspekt ergänzen zu dem, was Tonni gerade gesagt hat? Ich möchte dem unbedingt zustimmen. Ich habe es am Anfang gesagt, dieses Weniger, was ich ausgedrückt habe, und ich habe es so formuliert, als ob es ausschließlich um das Individuum ginge. Du sagst völlig zu Recht, Tonni, wenn wir sagen, 100% erneuerbare Energien auf dem System, wie es gerade ist, dann schaffen wir neue Missstände. Und deswegen muss natürlich außerdem, zudem, wir müssen raus aus dem fossilen System, müssen wir außerdem den Energieverbrauch absolut senken. Also das muss, ne, je weniger Energie wir brauchen, desto schneller sind wir bei 100%, desto weniger Raum müssen wir dafür nutzen, sei es im Land oder auf dem Meer. Und desto weniger kommen wir wieder in neue Konflikte. Das ist total essentiell und wird oft nicht benannt, und das muss unbedingt benannt werden. Deswegen vielen, vielen Dank für den Aspekt. Und der andere Aspekt ist dieses, wir brauchen ja diese ganzen vielen Dinge nicht. Auch da gebe ich dir recht. Ich glaube, in der Corona-Zeit, in dem krassen Lockdown haben wir viele zumindest, für mich war es so, sind wir wieder so auf die Familie geworfen gewesen. Wir haben gemerkt, wie zwischenmenschliche Beziehungen, wie viel wertvoller die für uns sind als Gegenstände und auch die Natur. Also wie viele Menschen kenne ich in Berlin, die jetzt am Wochenende überlegen, nicht wohin gehe ich aus oder wohin gehe ich ins Kino oder was für ein Event erlebe ich, sondern finde ich einen schönen Spazierweg, wo ich die Natur erleben kann, und die Natur kriegt wieder eine andere Bedeutung. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und das Dritte ist, diese ganzen Dinge, die wir haben und die dann kaputt gehen und weggeschmissen werden und wo wir Ressourcen verbrauchen und verbrauchen, es wird uns so schwer gemacht, die Dinge lange zu benutzen. Reparatur ist teuer, oftmals teurer als Neuanschaffung. Und wir haben so kleine Utopieprojekte wie Repair-Cafés, wie Nachbarschaftsgärten, aber wir kriegen das nicht skaliert. Das sind, also ich glaube, in Berlin gibt es 2 oder 3 Repair-Cafés. Das reicht für so eine Stadt natürlich nicht aus. Und die Stadtgärten, die wir haben, werden von Bauprojekten verdrängt. Und da sind wir auch wieder in dem Konflikt Wohnraum gegen Natur erleben. Und all das müssen wir natürlich betrachten und überlegen, wie können wir das strukturell stärken, dass sowas nicht das kleine Nischenprojekt ist, sondern Normalität wird. Ich glaube, da würde ich genau nochmal einsetzen mit meiner nächsten Frage. Du hast gerade schon gut beschrieben, es gibt total viele Alternativen, aus denen neue Ideen entstehen, aus denen Ideen für eine sozial-ökologisch gerechte Gesellschaft entstehen. Du hast auch beschrieben, dass der Umstieg auf erneuerbare Energien am Anfang so losging, also viel in BürgerInnen-Genossenschaften passiert ist und im Kleinen passiert ist. Und du hast gerade selber gesagt, so das Problem ist, dass wir das häufig nicht größer skaliert bekommen. Genau, bei den erneuerbaren Energien hat es ja geklappt. Du hast gerade auch gesagt, dass die profitabel werden, und ich glaube, das ist ja auch was wir total doll sehen, sobald, also es ist gut funktioniert, sich neue Märkte zu erschließen, sobald irgendwo ein wirtschaftliches Interesse dahinter steht und etwas profitabel wird. Und das ist ja bei den erneuerbaren Energien teilweise passiert. Trotzdem, also obwohl wir Strom aus erneuerbaren Energien und Energie herbekommen, gehen unsere Emissionen ja nicht runter. Und ich glaube, darauf würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen, zu gucken, ja, es gibt diese Alternativen, es gibt diese neuen Märkte, die wir uns erschließen, aber wir schließen ja die anderen Märkte nicht und deswegen bleiben die Emissionen hoch, sie steigen. Also dieses Jahr sind sie gesunken wegen Corona und wegen eines Shutdowns, aber wir sind unglaublich weit davon entfernt, Emissionen effektiv zu senken. Wir müssten bis Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral sein, global, und das, also davon sind wir extrem weit entfernt. Gleichzeitig hatten wir im letzten Jahr mit Fridays for Future eine globale Bewegung, die für Klimagerechtigkeit oder für Klimaschutz aufgestanden ist. In Deutschland waren im September letzten Jahres 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. Also ich glaube, der zivilgesellschaftliche Druck ist so hoch, wie er nur sein kann. Und trotzdem passiert nichts, beziehungsweise es passiert sogar was noch schlimmer ist, als wir erwarten, mit einem Kohleausstiegsgesetz, was vor 2 Monaten verabschiedet wurde, was die Braunkohle künstlich am Leben erhält, was Pariser Klimaziele komplett aufgibt. Also welche Interessen werden da bedient, und wie passt das auch mit unseren Vorstellungen von Demokratie zusammen, dass solche Entscheidungen politisch getroffen werden, obwohl es so eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung dagegen gibt? Und um nochmal auch eine Brücke, also darauf hätte ich gerne eine Antwort, um nochmal eine Brücke zur
Transformation auch zu bauen. Also wir sehen halt riesige Mächte, die uns gegenüberstehen, die das anscheinend verhindern. Wie siehst du ein Zusammenspiel oder worin siehst du die Chance vielleicht von diesem Dreiklang, den wir jetzt auch schon beschrieben haben, einmal das Alternativen aufbauen, dann Verbände und NGOs, die irgendwie progressive Politiken in den bestehenden Verhältnissen umsetzen und auch radikale soziale Bewegungen, die ums Ganze kämpfen. Wie kann dann ein strategisches Zusammenspiel möglich werden, dass wir sowas wie dieses Kohleausstiegsgesetz oder wie eine viel zu niedrige CO2-Bepreisung verhindern können, was so Reformchen sind, die eigentlich nur die bestehenden Verhältnisse verfestigen? Also was fehlt da, dass wir dahin kommen, machtvoll zu werden und eine Gegenmacht aufbauen können? Puh, ich hätte vielleicht doch mitschreiben sollen. Bei einer Frage habe ich nicht mit 5 gerechnet. Ich versuche es mal. Also erstmal habe ich gemerkt, dass ich ganz emotional geworden bin, wie du von den 1,4 Millionen gesprochen hast, weil das war ja der Tag, an dem das, wir sagen ja immer, Klimapäckchen verabschiedet worden ist. Und das war für mich regelrecht ein Schock. Also wir haben eine so große Klimademo und Bewegung und die sitzen da und es wurde zusehends immer weniger und weniger und ich konnte es gar nicht fassen. Und jetzt kann man sagen, naja, 1,4 Millionen macht noch keine Mehrheit im Bundestag, okay. Aber gleichzeitig erlebe ich auch, bei allem Wirtschaftsbashing, was man betreiben kann, dass innerhalb des Bundes der deutschen Industrie, des BDI, es auch progressive Kräfte gibt, die selber an die Regierung rangehen und sagen, wir brauchen schärfere Ziele. Wir wollen uns darauf einstellen, aber wir wollen das sogenannte Level Playing Field haben. Wir wollen, dass unsere Konkurrenten halt die gleichen Bedingungen haben. Und wir wollen mehr. Und wenn ich jetzt die Antwort hätte, was fehlt, damit sich das ändert, dann säßen wir hier vermutlich nicht, dann hätten wir es schon geändert. Aber ich glaube, eine Antwort ist tatsächlich daran, dass wir sehr bewusst die unterschiedlichen Rollen, die wir haben, spielen. Ich finde das total richtig und ich mag mich da auch nicht ausspielen lassen, dass es die Bewegung gibt und die Bewegung macht aus, dass sie nicht auf verbandsinterne Mehrheiten hören muss, dass sie diesen ganzen Diskussionsprozess, den wir so haben, nicht durchmachen muss, dass sie oder zumindest andere Diskussionskultur hat und dass sie auch Forderungen stellen kann. Und wenn dann die Frage kommt, wie stellen Sie sich das denn vor, wie soll das denn real funktionieren, dann können Sie sagen, nein, da habe ich keine Antwort drauf, das ist auch nicht meine Rolle. Und dann gibt es andere, deren Rolle ist es, ganz nah an der Industrie zu sein und mit der Industrie zusammen zu überlegen, wie die Stiftung 2 Grad zum Beispiel, was können Industrieakteure machen. Und dann gibt es zum Beispiel den BUND und andere, die so ein Mittelding dazwischen sind, die ja aus einer Bewegung, wir sind ja aus einer Bewegung gewachsen, aus lokalen Naturschützern, die dann gesagt haben, wir brauchen auch eine Stimme auf Bundesebene. Und diese Rollen, denen sollten wir uns sehr bewusst sein und wir sollten auch immer wieder uns auch tatsächlich absprechen und sagen, was brauchen wir, ne? Also es braucht die 1,4 Millionen, es braucht denn dann aber auch das Institut, das mal gerechnet hat, wie viele Arbeitsplätze stecken in welcher Industrie und wie können wir die in welcher Geschwindigkeit überführen und es braucht die Stellungnahmen zu Gesetzen schreiben und es braucht einen langen Atem und da haben wir alle Rollen, die wir spielen sollten, die wir sehr bewusst spielen sollten und wo wir uns auch aufeinander verlassen sollten, aber auch absprechen sollten. Danke. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ich knapp hier schon. ZuschauerInnen-Fragen und tue mich gerade ein bisschen schwer damit, die gut zuzuteilen, aber ich versuche es trotzdem mal. genau, ich fange mal mit dir an, Toni. Die Frage ist, Wachstum ist auch in den SDGs, also in den Sustainable Development Goals, verankert. Wie können wir mit so wirkmächtigen Instrumenten umgehen? Also ich vermute, die Frage zielt darauf ab, wenn es in einem Forum wie der UN festgeschrieben wird und auf so eine Agenda gesetzt wird, dass wir Wachstum brauchen, wie können wir damit arbeiten und auch dagegen arbeiten, wenn wir eigentlich davon überzeugt sind, dass wir, wenn wir die Krisen stoppen wollen, eine Wirtschaft brauchen, die nicht wachstumsbasiert ist. So verstehe ich die Frage. Ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden. I think
even in the mainstream discussion, a lot is already there. There is big prominent economists like Stiglitz, Amartya Sen. They had their this. There was this Sen Fitucci commission where they looked into. They worked with the happiness index and they looked into what would be a good idea for life and how to. So there have been even from the mainstream economists a lot of criticism for growth and the need to move away from this GDP. So I think there's already quite a lot existing. And if you look into just last 3 years, like degrowth movement is very young in terms of like 10 years, but also I think in the recent years it gained more and more momentum. And even this year, I know there were already some plans to organize talks even within the UN frameworks to hold discussion around this this kind of growth, or should we already take away completely this growth-based analysis from the SDGs. So I think one good point is to already to start and engage with what's already there and connect and push for it. And this is already a right time or good time for it. And I think the movement is already doing better and definitely can do more. We have economists, a lot of the prominent economists, like Jason Hickel, like a lot of them are already also talking so much, and even in the policies, in the government policies, there is discussion. Even in the last, in 2018, I think there was the European Commission hosted a post-growth, like a discussion, like which couldn't be conference, which couldn't be imagined before. So a lot is already happening, and I think in this way, the movement could definitely then keep engaging with all of the policies and keep focusing. The problem is again to make sure that if we are measuring with the wrong indicator, and if you're trying to be championing that indicator, we are going to, of course, mess up that we have done, because growth itself really doesn't mean much. It just means how much things we have extracted and produced, and this should never, and especially in this, on the moment when we're in this ecological collapse, this should absolutely be not the case. But in terms of if we have to be even more radical, I think this one thing we could also do probably collectively as the movement, then now that we see what would have been considered very radical in 2015 or 2010, that kind of people starts talking about post-growth or degrowth, now we have achieved, it would have been super radical, I think, in 2010 or 2015. Now maybe we could turn up a bit more now. Now that everybody's kind of on 20 or 30 now, I think we can push the limit further. Now maybe we can start talking about introducing a different form of indicator. Even we can even reverse, like I think we could start demanding and work around that. And there's a lot to already work on. There's a lot of academicians who have worked on this concept. And I would say, because money is a collective, like as I was saying, like a social construct, and maybe then we can try to create a new form of social construct where we really fundamentally try to then prioritize happiness or like social work or human well-being in a different form and push for it. And then we make sure that it takes over the main discussion and we can go towards that. Ja, die nächste Frage würde ich an dich stellen, Tina, zielt auf die Rolle der Industrie in der Transformation ab. Und die Frage ist, welche Rolle spielen Industriezweige wie die Pharmaindustrie aktuell noch? Welche Rolle spielen sie für die Transformation und sind sie überhaupt transformierbar oder müssen wir Industrie komplett neu denken und umgestalten? Also ich bin jetzt keine Medizinerin oder Pharmakologin. Genau, also ich denke mal, es gibt einfach im Moment das Problem, dass das Gesundheitssystem so aufgebaut ist, dass man individualisiert wird, also es wird auf die Person geschoben, so neoliberales Denken mäßig, du bist selbst verantwortlich, und gleichzeitig ist es auch sehr moralisch aufgeladen, also finde ich so, dass man denkt, okay, ich muss jetzt gesund leben und was gehört alles dazu, und da ist unsere klare Ansage, nee, die Verhältnisse machen krank und du kannst individuell klar etwas vorsorgen, wenn du so, aber eigentlich, genau, wenn die Grundlagen nicht da sind und dein Leben dir immer wieder Stress verursachst, dann kannst du noch so viel Achtsamkeitstraining machen oder Yoga. Es geht darum, wirklich eine gerechte Verteilung zu erwirken, einen Zugang zum Menschenrecht Gesundheit. Und ja, da geht es ganz klar um Zugang zu Gesundheit und einer Form von, ja,
sozialer Teilhabe. Und ich finde halt, es gleichzeitig ist natürlich jetzt gerade auch eine, dass viele Medikamente benutzt werden, dass vielleicht auch weniger geguckt wird. Gut, da sind wir ja auch bei, dass wir sozusagen auch eine psychologische und Sozialberatung mit dabei haben. Also auch dieses Denken von, wie kann eigentlich Gesundheit auch noch anders gedacht werden und oder zum Beispiel auch kultursensibel zu arbeiten. Ich finde, da steckt ganz viel drin. Also die, was jetzt die Pharmaindustrie sozusagen für einen Einfluss nimmt, das weiß ich wenig. So. Und ich denke aber, dass natürlich das ganze Gesundheitssystem privatisiert ist und es jetzt darum gehen würde, sozusagen weiterzuschauen, gut, wie kann es in öffentliche Hand kommen oder jetzt auch Kämpfe sozusagen zur Unterstützung zu unterstützen, die jetzt weitergeführt werden von Krankenhausmitarbeiterinnen. Und vielleicht auch, um das nochmal deutlich zu machen, also wir sind ja auch in einem Polikliniksyndikat, sprich, da sind verschiedene Gesundheitszentren von ganz Deutschland drin, also welche, die es schon gibt oder in Gründung sind, und sehen uns schon als Teil einer Bewegung, genau dieses Modell voranzubringen und uns auch europaweit zu vernetzen, und hatten auch schon die Möglichkeit, letztes Jahr nach Kanada zu reisen. Also es geht schon darum, sozusagen das weiterzutragen, und ich finde, unsere Rolle ist da auch ja, divers oder so. Einerseits, finde ich, sind wir auch radikal in unseren Vorstellungen. Gleichzeitig sind wir auch eine Institution und beschäftigen uns damit, wie andere Modelle der Gesundheitsversorgung aussehen könnten, inklusive einer Finanzierung. Also, dass wir halt sagen, wieso wird Sozialberatung bzw. psychologische Beratung, wieso kann das nicht auch anders über die Kassen abgerechnet werden, dass es mehr Möglichkeit gibt, Therapie in Anspruch zu nehmen oder so. Also, dass wir da auch wirklich sehr nah dran sind, Einfluss nehmen zu wollen, auch auf Politik. Also so sehe ich uns als so ein Akteur im Lokalen, im Kleinen, bis auf anderen Ebenen so. Vielleicht erstmal so, also dass ich denke, das ist unsere Rolle und ja. Danke. Du hast gerade auch noch einen Aspekt gestreift, den ich total wichtig fände und eigentlich auch gerne noch diskutieren würde. Wir sind jetzt aber schon sehr fortgeschritten in der Zeit, und zwar, welche Rolle auch eine globale Solidarität und Vernetzung und Austausch hat, wenn wir über gesellschaftliche Veränderung sprechen. Bestimmt wird es Räume geben auf diesem Kongress, wo das noch ausführlich diskutiert wird. Das finde ich aber auch einen total wichtigen Aspekt zum Ende nochmal. Genau, es läuft leider so ein bisschen die Zeit davon, und ich würde mit euch gerne noch eine Abschlussrunde machen. Genau, weswegen ich jetzt dazu übergehen würde, und ich würde euch bitten, dass ihr euch ganz kurz fasst. Zum Abschluss würde ich euch gerne eine persönliche, aber trotzdem auch sehr politische Frage stellen. Und zwar, wenn wir von heute an davon ausgehen, ab jetzt läuft alles wie am Schnürchen, und wir stellen uns vor, es läuft, wir schreiben das Jahr 2048. Wir leben zwar noch nicht in einer Utopie, die wir uns vielleicht in der kommenden Woche ausmalen, auch nicht in einer vollkommen befreiten Gesellschaft. Es gibt immer noch soziale Konflikte, aber unsere Gesellschaft ist wesentlich gerechter. Wir sind viel näher dran an einer befreiten Gesellschaft. Es gibt einen starken antirassistischen gesellschaftlichen Konsens. Es gibt Bewegungsfreiheit. Wir produzieren und konsumieren innerhalb der planetaren Grenzen. Handel ist global gerecht gestaltet, und im Zentrum der Wirtschaft steht Care-Arbeit und das, was wir zum Leben brauchen. Es gibt noch gesellschaftliche Konflikte, das habe ich ja gerade schon gesagt, aber es gibt, wir kämpfen nicht mehr gegen Windmühlen, sondern es gibt Foren, wo wir diese Konflikte bearbeiten können. Genau, wir leben in dieser Welt, die sehr viel befreiter und sehr viel gerechter ist. Wir müssen nicht mehr so stark kämpfen wie heute. Womit würdet ihr eure Zeit verbringen? Wozu hättet ihr Zeit, wo ihr vielleicht jetzt gerade keine Zeit mehr habt, wo ihr gerade keine Zeit für habt, und was würdet ihr beitragen wollen zur Gesellschaft? Vielleicht magst du loslegen. Also ich habe mal überschlagen, ich bin dann schon über 70. Hoffentlich bin ich Großmutter und habe Zeit für mein Enkelkind oder meine Enkelkinder. Und was ich immer schon gedacht habe, was ich gerne tun würde und was ich hoffentlich dann tue, ich bin sehr gerne mit Kindern zusammen, arbeite sehr gerne mit Kindern, und ich würde gerne, was dann vielleicht nicht mehr so wahnsinnig nötig ist, aber dazu beitragen, dass Kinder, die zu Hause vielleicht nicht so viel Hilfe bekommen können, dass die eine zweite Ansprechperson haben und mich da persönlich engagieren.
Außerdem würde ich total hoffen, dass wir im Jahr 2048 nicht mehr darüber reden, wie wir Soziales und Ökologisches versöhnen oder vereinen können, sondern das ist versöhnt und vereint und diese Diskussion gibt es überhaupt nicht mehr. Danke. Fanny, wie würdest du leben? Was würde dich begeistern? Womit würdest du deine Zeit verbringen? I think I would want to work, imagining all the struggles and fights have been won, I think I would want to focus a lot of my energy to really kind of then work with existing whatever, like however we are governing ourselves, to learn from indigenous communities and kind of trying to put back the focus of, first of all, the respect, because for all the oppression they have endured over all the hundreds of years, and there's so much lessons that we could learn. So I think to be there, we would already need to learn a lot from them, how to live ecologically in balance with the society. So I think there would still be a lot of work to do in kind of, I mean, not reparation I think is never enough, but kind of really learn, internalize, and then make sure that even as bigger groups, as a whole civilization, how we can center that in everything that we do, and I imagine we would still need to be working on that, and the respect, homage, paying that, and kind of bringing back the lessons and internalizing it in all our sides. And yeah, I imagine we would be then have governments of run by feminists, and I think because I would be 63 or something at that point, and according to the Club of Rome report, 2050 is supposed to be where the civilization ceases to exist. So I'm not sure if I will even have a kid, but I would love to. So I hope I would have a cool daughter or son, whatever, or whoever, gender fluid. So yeah, I would, I imagine to be doing that and having a good time with my family. Ja, als letztes auch an dich die Frage. Wie würdest du leben? Wie würdest du arbeiten? Was würdest du beitragen? Würdest du überhaupt arbeiten? Ich glaube schon, dass ich, so wie ich mich kenne, immer arbeiten werde, ob mit Lohn oder ohne. Also dass es eher das Ding ist, was gibt es da für Projekte, die man dann tut. Und dass ich natürlich hoffe, dass es in der Zeit ganz viele Gesundheitszentren gibt, sowohl in der Stadt und auf dem Land. Und dass man dann auch die Freundinnen und Genossinnen dann besucht und ich mir aussuchen kann, wo ich dann arbeiten möchte. Und dass es sowieso eigentlich frei steht, ob man das jetzt als Arbeit definiert oder als Engagement. Und ich habe schon das Gefühl, dass dieses Projekte initiieren oder irgendwie so Modellvorhaben voranbringen, das glaube ich, werde ich irgendwie wahrscheinlich immer, also das trage ich so in mir, glaube ich. Von daher gibt es ja immer wieder noch was zu tun. Genau, und was ich, glaube ich, auch schon angesprochen habe, also diesen Aspekt von, wie lebe ich dann zusammen mit Leuten, da mache ich mir jetzt auch schon Gedanken drüber. Also das ist für mich dann so meine soziale Vorsorge, irgendwie zu denken, da möchte ich einen Ort haben. Und das ist mir sehr wichtig, da irgendwie auch einen Ort zu schaffen, der auch divers ist und auch für möglichst verschiedene Leute so. Ja, danke euch ganz herzlich für dieses Podium. Ich glaube, ich möchte mich bei ein paar Leuten bedanken, wenn man damit einmal anfängt, läuft man Gefahr, Leute zu vergessen. Aber gerade die Leute, die nicht so sichtbar auf dem Podium sind, die Leute, die hier heute die Technik und die Regie gemacht haben, die tolle Dolmetsch-Crew, die das Gesprochene verdolmetscht hat und auch der Programm AG, die dieses Podium konzipiert und vorbereitet hat und diesen ganzen Kongress. Bei all denen möchte ich mich einmal herzlich bedanken. Natürlich auch bei euch, dass ihr hier auf dem Podium wart und mit uns diskutiert habt. Danke ganz herzlich dafür. Bevor wir fertig sind für heute Abend, haben wir noch zwei kleine Ansagen. Einmal brauchen wir für den Kongress noch Spenden. Also wenn ihr
zuguckt gerade und gut findet, was wir für eine Arbeit machen, dann freuen wir uns, wenn ihr spendet. Informationen dazu findet ihr auf der Homepage vom Zukunft für alle Kongress. Aktuell fehlen uns noch 40.000 Euro, damit dieser Kongress ausfinanziert ist. Also wir sind darauf angewiesen, dass Menschen spenden. Und das andere ist eine herzliche Einladung für alle, die jetzt irgendwie angeregt sind und weiter diskutieren wollen, auf der Website, auf dem virtuellen Kongressgelände die Bar aufzusuchen. Das ist ein sehr liebevoll gestalteter Online-Raum, wo es viel Gelegenheit gibt, mit oder ohne Getränk noch weiter zu diskutieren mit anderen Kongressteilnehmerinnen. Ja, Dankeschön.